Sarah Baerbock hinter dem Militärschlag der USA, Großbritanniens und weiterer Verbündeter gegen die Houthi-Rebellen im Jemen. Die Reaktion habe Deutschlands politische Unterstützung, so Baerbock. Immer wieder haben die USA und Verbündete die Houthi vor den Attacken auf Handelsschiffe im Roten Meer gewarnt. Ähnlich hat es auch Politikwissenschaftler Thomas Jäger bei NTV gesagt. Zuerst hat man durch die Entsendung von Kriegsschiffen die Houthi abhalten wollen, Schiffe anzugreifen. Dann hat man gedroht, wenn das nicht aufhört, werden wir angreifen. Noch bis heute Abend, 18 Uhr, dauert der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Bahn. Danach dürfte es aber noch weiter zu Ausfällen und Zugverspätungen kommen. Fahrgäste sollten sich vor der Fahrt weiter online informieren, ob bzw. wann ihr Zug fährt, heißt es von der Bahn. Noch ist unklar, wie es im Tarifstreit weitergeht. Sollte die Bahn kein neues Angebot vorlegen, will GDL-Chef Klaus Weselski schnell zum nächsten Streik aufrufen. Im Kampf gegen die finanzielle Schieflage im Gesundheitswesen will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach homöopathische Behandlungen als Kassenleistung streichen. Kritik kommt von deutschen Homöopathieärzten aus der Union, aber auch von Apotheken, denn Kosten würde das kaum sparen angesichts der Milliardenlücken bei den Krankenkassen. Und jetzt Nachrichten aus der Region. Radio Regenbogen, die Baden-Württemberg-Reporter. Der Prozess gegen zwei Polizeibeamte hat am Morgen vor dem Mannheimer Landgericht begonnen. Sie sollen für den Tod eines 47-Jährigen verantwortlich sein. Bei einem Einsatz war es zu einer tödlichen Auseinandersetzung mit dem psychisch kranken Mann gekommen. Vier Faustschläge auf den Kopf des Opfers hat der Hauptangeklagte, ein 27-jähriger Polizist, bereits eingeräumt. Doch die seien für den Tod nicht verantwortlich gewesen, sagt seine Anwältin. Nathalie Bender aus Mannheim. Und die gute Nachricht kommt vom Feldberg. Sonnenschein und gute Pistenbedingungen, das erwartet die Wintersportler am Wochenende. Deshalb wird mit einem großen Anreihen von Skifahrern und Snowboardern gerechnet. Aktuell laufen 10 von 17 Liften und Bahnen. Ganz oben liegen rund 30 cm Schnee. Das waren die Radio Regenbogen-Nachrichten um 12 Uhr. Mehr Infos aus der Region gibt's wieder um halb und ab sofort auch über den Radio Regenbogen-WhatsApp-Kanal. Danke, Mio. Und es ist ganz einfach, wie ihr unseren WhatsApp-Kanal bekommt. Klickt bei WhatsApp in dem Menü auf Aktuelles, dann über die Kanalsuche Radio Regenbogen eingeben und den Kanal abonnieren. Und damit wir euch die Nachrichten direkt aufs Handy schicken können, bitte noch oben rechts die Glocke aktivieren und fertig. Es ist 3 nach 12, jetzt das Wichtigste vom Radio Regenbogen Verkehrsteam. Vorsicht auf der A5 Frankfurt-Darmstadt zwischen der Überleitung nach Frankfurt. Am Main-Flughafen Nord und dem Frankfurter Kreuz ist ein Auto im Kurvenbereich liegen geblieben. Vorsicht auf der A6 Mannheim-Heilbronn zwischen Bad Rappenau und Heilbronn unter Eisesheim. Da hat es einen Unfall gegeben. Vorsicht auf der A6 Mannheim-Nürnberg zwischen Bad Rappenau und Heilbronn-Neckarsulm. Ebenfalls ein Unfall. Die A61 Ludwigshafen-Koblenz zwischen dem Kreuz Worms und Worms-Mürstadt. Aktuell 5 Kilometer Stau. Eine Gefahrenmeldung für den